Wir sollten so bald wie möglich eure Kontakte im Mittelreich nutzen, damit dieses, naja, das Gerücht, das über uns aufkommen wird, sich nicht ins gesamte Mittelreich verbreitet. Wir spielen mit Schicksalspunkten. Und wenn man die nicht verbrennt, könntest du einmal pro Tag den Schicksalspunkt ausgeben wie Glück. Also du könntest einmal die ganze Probe oder nur einen Würfel neu werfen, wenn du möchtest. Das ist natürlich normalerweise üblich im Kampf oder so, um dann dem tödlichen Schlag zu entgehen. Aber das kannst du auch für sowas wie Geografie ausgeben, wenn du möchtest. Das heißt, du könntest jetzt einmal die 20 neu würfeln, wenn du magst. Mach ich. Perfekt. Dann reicht das. Ja, Kuntium ist, ich muss gerade nochmal nachmessen, auf dem Land, direkter Weg. Ohne Wenn und Aber wären das ungefähr 430 Meilen. Über See ist es noch viel mehr. Und wenn du ungefähr 30 Meilen pro Tag rechnest, sind das mehr als 10 Tage. Also, dass das in wenigen Stunden zu erreichen ist, ist eine Lüge. Höllisch. Geschwindigkeit. Ja, genau. Also entweder ist das eine höllische Geschwindigkeit, absolut infernal, oder, ja, einfach nicht möglich. Dieses Ding. Schnell. Sehr, ja. Es ist eine Masse. Entsprechend sind auch unsere Feinde so schnell. Deswegen sollte ein solcher Vorteil auch nicht so schnell aus der Hand gegeben werden. Wie fährt dieses? Es hat keine Segel, es hat keine Ruder. Schau Wie ihr doch, es draußen. läuft. Genau, wie ihr draußen sehen könnt, es läuft über das Wasser. Und warum läuft es? Weil es Beine hat? No, no, no. Warum läuft es? Ich merke schon, ihr Wenn wisst es ihr nicht. die magischen Prozeduren oder was auch immer wissen wollt, dann solltet ihr Kohlrab fragen. Das Einzige, Es was ist ich wissen ein muss. Dämon. Es ist schwierig zu hinterfragen, warum ein Dämon funktioniert. Das Einzige, was ich wissen muss, ist, dass es läuft und verflucht schnell. Und dass wir das zu unseren Gunsten nutzen können. Ist es nicht gefährlich, etwas zu benutzen, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert und warum? Und Ich weiß auch. deswegen haben wir jemanden an Bord, der untersucht, wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie unsere Geschütze vorne drauf funktionieren. Trotzdem lasse ich sie einsetzen. Nun Abgesehen gut. davon, ihr habt recht, eines Tages werden wir die Arche vernichten müssen. Vorzugsweise bevor sie uns alle frisst. Ja, doch nur nicht aus Sentimentalität heraus. Aus Rechtschaffenheit natürlich. Und für die Belohnung. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ja. Aber solange dieses Schiff uns lebend mehr nützt als tot, wird es wohl bleiben. Reptarchen sind anders nicht zu schlagen. Das haben wir ja in den letzten 5 Jahren hinreichend vor Augen geführt bekommen. Ich bin bereit, jedes Mittel zu nutzen, das mir in die Hände fällt. Nicht jedes. Will ich hoffen. Señores, vamos en la dirección equivocada. Wir fahren in die falsche Richtung. Ogdan, kommt auf euch zu. Ein braungebrannter Ananfana mit Peitsche an seiner Seite, Leder, ja, Ausstattung und wohl offensichtlich ein ananfanischer Boron-Akkudu. Zumindest kann man das an den verschiedenen Ketten um seinen Hals deuten. Ich hole sofort meinen Kompass aus der Jackentasche. Ich gehe in den Was Turm. tut denn Signore Ahmad? Gute Frage, ich werde mit ihm reden. Dirección Und dann geht's. equivocada. Hat er schon wieder Drogen genommen? Ich breche kein Brabaki. Wenn du nach oben gehst, Ahmad wird dir erzählen, ja, er lenkt ganz normal, er hat gesagt, in Richtung Helmenport. Und er hat auch keine Ahnung von dem aktuellen Kurs, weil er keine Ahnung von Orientierung hat. Ja, ich würde gerne einmal navigieren, in welche Richtung wir fahren und wo wir sind. Ja, würfel doch mal eine Orientierung. Ja, kein Problem. Ich benutze den Kompass dazu. Gibt eine Erleichterung von. Du hast einen inneren Kompass, hast du auch, ne? 7. Ich habe einen inneren Kompass, ja, und ich glaube, ich hatte einen Schiffskompass, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall haben wir einen 14er Schiffskompass. Erleichterung.
Nein, so einen guten hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte den Dreier. Okay, also würfel einfach mal Orientierung und dann Schwernis minus 10. Ja. Der innere Kompass ist schon richtig gut. Ja, deswegen habe ich ihn. Muss eine Orientierung da. Natur. Der innere Kompass kann auf dem flachen Meer auch bis zu 12 Punkte Erleichterung bringen. Das war ein toller Wurf. Ja, erzählt weiter, was so. Garas, wo fahren wir hin? Und sagt jetzt nicht Festum. Wartet, ich fürchte fast, ja. Moment, ich muss die Karten anschauen. Und ist mit der Küste vielleicht, sehen wir die Küste? Mittlerweile nicht mehr. Sie ist ziemlich klein, aber auf der an der linken Seite. Wir fahren völlig falsch. Wir fahren nach Nordwesten und statt nach Süden. Ahmad, bring die Arche unter Kontrolle. Ja, er sagt dir, er hat die Arche unter Kontrolle. Sie wir ist fahren wohl nach Beilung. Sie ist wohl störrisch. Und er kann nicht mehr tun, als ihr sagen, in Richtung Helmenport oder in Richtung Süden. Sagt ihr 180 Grad Wendung. Wir fahren gerade nach Beilung. Oh, und stech diese Frau ab. Ich fahre nicht ab, aber ich gebe ihr meine Schelle. Celeste! Was für ein Spielchen spielst du diesmal? Ich spiele keine Spielchen. Sondern, warum fahren wir nordwärts? Sie breitet so ein bisschen schnippisch die Arme aus, als ob sie, ja, als ob sie selber nicht am Steuer steht. Nun, die Arche hat die Kontrolle übernommen. Sie warum? Möchte wohl sich erneuern. Sich erneuern? Jasper kommt von unten die Treppe nach oben. Oh, das brauche ich wie die Bäume. Ein weiterer Graumagier, der dann an Abel mir vorbeistapft und mit seinem Stab, Geierschäbel obendrauf, kommt er in Richtung Jarlan. Jasper? Wir sollten uns vielleicht allesamt in Richtung untere Dämoneneiche zurückziehen und es ist wieder soweit. Du kannst tatsächlich sehen, wie er ein Kloß im Hals hat. Was ist wieder soweit? Aus einem uns unbekannten Grund treibt es Dämoneneichen ab einer bestimmten Größe alle paar Monate, nun ja, entweder zum Friedhof der Seeschlangen von Maraskan oder dem Strudel von Nersand. Und ich vermute, das passiert gerade. Oh, ihr Götter. Und das bedeutet, dass die Mahaitamin in die Tiefe abtauchen. Und verjüngt wieder zurückkehren. Und abtauchen, nun ja, ich habe keine Kiemen. Dementsprechend sollten wir vielleicht uns vom Sonnenlicht zurückziehen. Zum Glück ist es nach Nersand noch ein Stück. Karinor, sieh zu, dass die Leute unter Deck kommen und die Geschütze abmontiert werden. Hi, Captain. Kann ich ungefähr bestimmen, wie lange wir noch brauchen, bis wir dort ankommen? 2 Tage. 3 vielleicht. Ja, Moment, wir fahren Kartografie nach... würde ich da bitte haben wollen, keine Orientierung. Wir fahren nach Nordwesten und nicht nach Nordosten. Wenn die jetzt über Land läuft, sind wir echt gearscht. Entschuldigung, das Westen. Ah, deswegen habe ich nämlich gesagt, wir fahren nach Beilung. Ich habe mich auch gefragt, was zur Hölle sie gerade in Beilung fällt. Ich bin mir ziemlich sicher, da vergeht sie. Das war mein Fehler. Ja, gut. Kartografie. Ja, gut. Das war Handwerk, ja. Einmal möchte ich zurück auf die Arche kommen und alles ist in Butter. Sag das doch nicht immer wieder laut. Das sagst du jedes Mal, wenn du auf die Arche kommst. Und jedes Mal bist du verdammtes Miststück nicht in der Lage zu spuren. Du verhandelst mit einem Dämon. Du solltest dich vielleicht uns anschließen. Ich gebe ihm noch eine Schelle.
Wenn deine Seele nicht im Leichenwasser der tiefen Tochter schwimmt, dann solltet ihr euch vielleicht ins Innere zurückziehen, um nicht von den Fluten davongespült werden. Ach Mann, wie lange bleiben wir noch über Wasser? Ja, Kieros kann das berechnen und hat er auch getan. Guckt gerade wieder mit den Karten nach oben. Anderthalb Tage. Das ist doch jede Maximal. Menge Zeit. Gut, sorgt dafür, dass die Geschütze verstaut sind. Ei. Hoffen wir, dass diesmal keine Karakille herbeikommen. Gut, ich lasse die Söldner in der Klasse in Bezaubernsprache antreten. Was tun die beiden Weißmagier, Abelmir und Eldar? Erstmal kurz verzweifeln innerlich. Und dann mir klar werden, dass mein Leben als Rufmagier doch gar nicht so schlecht war. Dann möchte ich versuchen, die über die Steuerfrauen irgendwie was rauszufinden. Entweder über Magiekunde oder über ein Analyse, was ich da am besten für nützlich halte. Also ich möchte ist natürlich nützlich. Ja. Vorher in Odem sprechen, dann den Analyse hinter rein, weil Odem und Analyse ergänzen sich natürlich. Könntest du machen. Ja, im Grunde ist das erstmal mit dann mein Plan. Ich würde mir halt bei mal Zeit lassen. Ist Achmat da oben, wenn ich das tue? Ja, sei denn, du willst ihn runterschicken, dann geht er auch bestimmt runter. Keine Ahnung, er ist halt ein Rondergeweihter. Ja, nee, es geht mir einfach nur darum, dass ich nicht abgestochen werde von der Arche. Glaubst du ernsthaft, so. Der misstrauische Achmat lässt ihn da oben alleine? Nee, dann da passt Achmat dann drauf auf. Also ich wusste jetzt nicht genau, ob du alleine sein willst oder nicht, aber... Nee, es geht mir nur darum, nicht abgestochen zu werden. Passt. Was tut Abelmir? Ich würde probieren, den Kapitän zu unterstützen. Ich habe zwar keine offizielle Offiziersfunktion bis jetzt, aber mit genug Kasernenaufgebrüll kann man die Leute bestimmt animieren, schneller zu arbeiten und in der richtigen Reihenfolge zu arbeiten. Die Leute müssen nicht animiert werden, Bronn ist kompetent und hat genug Zeit. Nun ja, schade trotzdem nie, ein Auge drauf zu haben. Na gut. Ja, wie gesagt, während Bronn und seine Henker arbeiten, wird der Rest schon mal gescheucht. Ja, die haben nicht ganz verstanden, warum die Eile und warum es wichtig ist, aber ja, das wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben und mit einigem Gemurre wird dann abgebaut, alles sehr sorgfältig verstaut. Und was hatte ich gesagt, wie lange dauert das? Drei Stunden. Ich glaube, er hatte 6 gesagt, ich habe ihm gesagt, ich gebe dir 4 und er sagt, okay, Captain, ich mach's in 3. Ja, genau. Also in 3 Stunden sind sämtliche Geschütze abgebaut und verstaut und Munition zurück und ja, ihr seid quasi fertig für das Unwasser. Ja, alles genau. Einsacken, was ein Hit und lagerfest ist und Achmat dann nochmal darauf hinweisen, dass er dem Schiff befehlen soll, auch unser Heck vernünftig zu schließen, dass unser Hangar nicht flutet. Ja, auch das Oberdeck gut absingeln. Brecht dann derweil nochmal die Mannschaft an. Du wolltest sie alle versammeln in der Klaschembe? Ja, da wird am meisten Platz sein. Genau. Ansonsten im Quartier, auf dem Unterdeck. Genau, da habt ihr ja mittlerweile einen neuen Raum eingezogen. Kurzer Hinweis für Abelmir. Die Dämonenarche ist natürlich kein normales Schiff, sondern die Räume im Inneren können geformt werden. Holzformen. Und wenn ihr einen neuen Raum braucht, dann kann der jederzeit angezogen werden. Und das ist wohl auch getan worden. Hier hat man eine ehemalige Arena entfernt, da man keine Unterwasserkämpfe mehr brauchte und hat dann stattdessen die Mannschaftsquartiere hier eingezogen, wo sich dann versammelt wird. Es riecht nach dem Schweiß der Männer, nach Hängematten und natürlich nach feuchtem Holz, nach Unwasser, nach Salzwasser und den Ausdünstungen, die eben ein Schiff so parat hat, wenn man den akrimotschen Dämpfen zu lange ausgesetzt ist. Krankheitsort. Männer, wir bewegen uns gerade nordwärts Richtung Nersand vor. Die Arche wird unter Wasser tauchen müssen. Deswegen müssen wir uns alle derweil hier unter Deck bewegen. Ich weiß, dass es gerade für die von euch, die neu hier sind, nicht unbedingt das Allerbeste ist. Aber wir werden jetzt einige Tage lang die Füße stillhalten müssen. Vertrauen, das wird alles relativ glatt vonstatten gehen. Und in 2 bis 3 Tagen können wir wieder Frischluft atmen. Ich hätte von Bord springen sollen und Rassassor seinen Kiefer rausreißen. Darf ich überzeugen würfeln? Darfst du? Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Darf die ich Zeit des Drachen wird schon noch kommen. Darf ich mir einen Punkt LO aufschreiben? Darfst du. Gut.
irgendwelche ergänzenden Dinge. Du darfst mal ein Odem, hast du schon gewürfelt. Du darfst ein Analys, hast du gewürfelt, alles klar. Du kannst erkennen, dass die Steuerfrau verbunden ist mit ihrer Schwester, mit dem Baum. Der Baum hat eine Spur, ein feines Netz, was nach unten führt. Ja, ins Treppenhaus wohl, beziehungsweise durchs Treppenhaus auch weiter nach unten ins Unterdeck. Mündet dort wohl. Die Schwester besitzt einen Namen und der ist dann auch magischer Natur. Das ist wohl das, womit Ahmad diese Frau kontrolliert. Die Theorie des wahren Namens ist dir bekannt. Allerdings müsstest du noch einige Zeit mehr in die Arbeit stecken, in die Analyse, damit du ihn wirklich jetzt entzerren kannst, damit du die Matrix vor deinem Auge weiter öffnen kannst, die Fäden entwirren und dann den Namen herauslesen. Aber du siehst auf alle Fälle, dass er existiert. Die eine ist ja tief schwarz, kann man so sagen. Ihre Seele, sie ist keine Paktiererin, aber ja, wird wohl sehr stark von der Arche genährt mit schwarzmagischer Energie. Hat die Pyreine Geweihte, also hat jetzt Celeste einen wahren Namen oder die Pyreine Geweihte auch? Oder das ist gilt der gleiche. Für, das ist der gleiche Name. Also im Grunde ist die Arche, hat die Arche diesen Namen und die Steuerfrauen tragen den halt einfach nur mit, weil genau. Die Teil der Arche sind. Richtig. Habe ich denn irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, wie wahrscheinlich ist ich es Kohlraps Plan halte, einfach nur theoretisch die überhaupt rauszuholen? Das ist möglich. Das ist möglich. Du würdest es nicht schaffen, auch wenn du jetzt ein Pentagramma drum zauberst, dann müsstest du wohl noch fünfmal oder noch mehr in Analyse sprechen und dir dann auch mehr Zeit lassen. Vielleicht dann eben auch mit dem Oculus Astralis, dem Sternenauge durchgucken und nicht unbedingt mit dem Analyse, aber na gut, diese Zauber sind natürlich etwas höhere Kunst und aber das geht. Okay, ja, auf jeden Fall. Weitere Dinge, die ihr während den 30 Stunden tun wollt? Die Vorräte in Sicherheit bringen, oder? Die Essensvorräte. Und die sind zurzeit auch alle im Inneren der Arche eingeschlossen, also in der Klaschembe. Das kannst du sehen im ersten Untergeschoss, da stehen ein paar Tische, das ist sowas wie eine Kantine und mit offenem Küchenbereich, wo dann die drei, vier Köche stehen und herumwerkeln, ab und zu wieder diese kleine Kreatur Lubdil, die auf den Tischen umherspringt und wohl irgendwelche Pilze abpflückt, die in der Arche noch wachsen. Es ist alles merkwürdig, gerade wenn auch von oben und unten die Käfer an die herunterrieseln und na, wobei, sie sind inaktiver geworden und verkriechen sich gerade auch in den kleinen Rillen der Arche. Harzkügelchen werden beiseite geschoben und auch die Käfer haben sich leicht verändert. Also das komplette Deck wird verriegelt sozusagen. Genau, das heißt im oberen Deck hast du ja hier eine Treppe und die wird dann geschlossen, sodass du dann auch hier unten keine Treppe mehr hast und auch diese Tür hier wird verschlossen. Okay, und die Treppe oben, die ist dann oben offen, oder? Genau, die ist nach oben offen, aber auch da wird dann irgendwann eine Treppe dann abgeschlossen, sodass das Wasser dann von oben nicht mehr herabströmen kann. Das heißt, dann die Treppe von hier, beziehungsweise hier, wird dann auch nach unten gefahren, beziehungsweise nach oben gefahren und dann ist, seid ihr wirklich hermetisch abgeschlossen. Bleibt Ahmad bei den beiden da oben? Nein, Ahmad geht auch nach unten. Okay, wir haben also absolut keine Kontrolle über das Ding. Zurzeit nicht. Gut. Ich habe drei Dinge zu tun. Erstens, ich kümmere mich darum, dass Blutschluck versorgt wird, wenn er es denn zulässt. Also solange er es zulässt. Der regt sich gerade darüber auf, dass er gegen Rasvasor kämpfen will. Okay, er ist wieder bei Bewusstsein, das ist gut. Der also ist schlecht für ihn, denn ich wusste ja nicht, wie durch er war. Gut, zweitens, ich setze Donnerschlag darauf an, dass er sich das alles sehr genau anguckt. Also diesen Aderfluss und was weiß ich was alles vorhat, ja. Sehr genau studiert, während wir hier auf Reise sind. Ja. Und während wir dann den Nähr hinabtauchen. Und ich setze die Handwerker schon mal drauf an, sie sollen sich Gedanken machen, wie wir oben den Turm am besten aufbauen. Also erstmal zeichnen, wie man dann mit normalem Frischholz was bauen kann. Richtig. Ja, da werden sie genug Zeit haben. Wie gesagt, die genau. Männer sind ein bisschen verunsichert, aber du hast da gegen angesteuert mit deiner Probe. Ja, wie gesagt, 30 Stunden hättet ihr noch. Selbstbeherrschungsprobe, damit ihr nicht von euren Nachteilen übermannt werdet.
wenn das Ausharren heißt. Das Gefühl kennt ihr. Immer wenn die 5 namenlosen Tage hereinbrechen und man nichts zu tun hat, weil alles weggeschlossen wird, dann entwickelt sich auch immer dieser Hass, dieser Frust. Alle Nachteile werden aktiviert, wenn man, ja, wie gesagt, in seiner sterilen Umgebung sitzt und nichts tun kann oder darf. Dann kommen die ganzen Nachteile, die negativen, zum Vorschein. Ich brüte trotzdem noch immer meine Rache an Rudern von meinen Dienern nach. Aber das drücke ich den anderen jetzt nicht aufs Auge. Aber mir hat wohl gerade einige Probleme. Welche von deinen Nachteilen übermannt dich denn gerade? Ich fürchte meine Eitelkeit. Ja, du siehst, wie der Schleim an den Wänden entlang tropft, ab und zu ein paar Käfer nach unten fallen. Hast wohl einige Probleme, auch dein Getränk zu retten, was dir dann ausgehändigt worden ist. Und ziehst wohl gerade, was ist das denn, ein Haar aus dem Getränk, aus dem Bier? Ziemlich wässrig. Ich schütze weg. Und probiere mich irgendwie zurückzuziehen, wenn es geht. Wohin? Nicht viele Leute? Schwierig. Du hast eine Kabine. Gerade so. Gerade so. Werden die oberen Kabinen auch geflutet, oder? Ich muss gerade mal schauen. Hier wird versiegelt. Dementsprechend auch hier alles. Also in die Offizierskabinen könnt ihr euch dann zurückziehen. Wirkliche Bullaugen. Na gut, hier hinten habt ihr noch eine Tür, also das wird dann alles zugemacht. Das ist ja dann eben mit diesem Archen-Unholz, ist das möglich. Xyleste geht da gerne auf euch ein und die Treppe hier wird, wie gesagt, zugefahren und hier wird sie zugefahren, sodass ihr euch dann ja, nicht auf der Außenseite aufhalten könnt. Ja, ich möchte natürlich in Erfahrung bringen von den beiden Steuerfrauen, was alles geflutet wird. Ich frage auch Magister Kulra, weil ich möchte so viel wie möglich in Erfahrung bringen darüber, was jetzt passieren wird. Und ja, vor allem die Karten werden gerettet aus dem Kartenraum, wenn der geflutet wird. Nee, wird er nicht. Also, wie gesagt, dieser Raum ist noch steril, wenn man das so sagen kann, und der da drüber ist dann nicht mehr betreten. Genau. Ja, aber der ist mir zu nah am Wasser, die werden trotzdem rausgenommen. Gut. Ja, sicher. Xyleste hilft dir nicht, weil warum sollte sie? Und Magister Kulra hat selber keine Ahnung, dass... Weiß ich nicht. Aber Jasper vielleicht. Ja, aber Jasper ist ein Scharlatan, von daher. Nee, ich frag nicht Xyleste, ich frag Herediane. Es kommt... ab und zu werden wir von... Du merkst, wie sie wohl anfängt zu bluten, während sie den Namen ausspricht und mehrere Sachen, die ihr aus der Nase rauslaufen. Es ist nicht nur Holz, es ist Blut, es ist schwarzes Sekret. Mut. Halt dein Maul, Schwester. Du darfst es ihm nicht erzählen, aber er wird es bald erfahren. Was werde ich bald erfahren? Du hast deinen Namen noch gehört. Sprich ihn doch nochmal aus, Schwester. Du siehst, wie sie einfach fast unfähig ist, wie sie unter Schmerzen leidet, wie ihre Augen auch mit Unwasseradern gefüllt ist, als ob es angeschwollenes Blut wäre, jetzt eben, ja, unwasserblau. Und sie leidet gerade Schmerzen, nur weil sie diesen Namen ausgesprochen hat. Bahamut. Du solltest wirklich einen Weg finden, das anders auszudrücken. Nenn ihn doch der, dessen Name nicht genannt werden soll. Wir werden in seinen Schlund der Unvergänglichen gezogen. Schwarzes Licht, helle Schatten. Über dir leuchtet die Tageswelt. Unter dir glimmt rauschendes Unleben. Bleichgründler umschwärmen dich. Seespinnen schweben den Strudeln. Moränenglotzer schnappen nach allem, was der Nil nach unten gebracht hat. Und wenn die letzten Luftblasen uns umwirbeln, dann dröhnt es. Die Unwasser gewalten. Das Wort. Das Wesen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Wie lange werden wir dort unten sein? Ja, es ist immer unterschiedlich.
Das ist immer unterschiedlich. Du solltest es dir bequem dort unten machen. Habe ich vor, danke schön. Aber sag, warum leidet das Schiff unter Altersschwäche? Keine Altersschwäche. Aber wir erheben uns neuer, stärker, jünger. Ein Prozess, wenn es zum Wachstum kommt. Stell es dir einfach vor, Schiff größer. Stell es dir einfach ähnlich vor, als würdest du zum Barbier gehen. Du siehst so hübsch aus. Komm doch etwas näher. Ew. Ah, nein, danke. Vielleicht, wenn du da raus bist und wieder vernünftig aussiehst. Als ob. Na, keine Sorge, wir kommen schon beide da raus. Dann kannst du vor dir erkennen, wie sich Land ausbreitet. Vor euch. Im Norden. Eine kleine Stadt, die dort immer größer wird und ihr mit unaufhaltsamen Schritten auf Nersan zulauft. Nun, das ist wohl mein Zeichen. Du gehst die Treppe nach unten und wie automatisch verschließt sich die Treppe. Und damit beenden wir die Runde.